Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life 2 für den PC. Im letzten Part sind wir hier mit dem schönen Wasserbike unterwegs gewesen. Und wir wollen jetzt hier mal ein paar Steine aus dem Korb rausnehmen, damit die Physik ihr Übriges tut und uns an das Zeug hier ranlässt. So, sehr schön. Okay. Damit haben wir jetzt wieder ein bisschen was an HP, was ich sehr gut finde. Hatte mich ein bisschen gestört, dass ich da gar dass ich da so ziemlich gar keine hatte. So, und dann geht's einmal weiter. Mal gucken, wohin. Mal schauen, wo der Weg uns hinführt. Okay, hier erstmal runter. Meinetwegen. Da schon mal nicht lang. Da auch nicht. Dann würde ich mal sagen, ich gehe mal hier raus. Und brauche erstmal eine präzisere Waffe. So. Okay, wo könnte ich hier? Wo komme ich hier hoch? Ah, hier. Hier ist ein Eingang. Okay. Sehr schön. Ja, komm. So. Okay. Hier ist nichts. Nee. So, oh, ein Revolver. Der einen ganz guten Bums hat. Dafür dauert das Nachladen ewig. Aber immerhin. Wir haben jetzt einen Revolver mit ordentlich Bums. Einfach für den Fall, dass wir den irgendwann mal brauchen. So. Ach, der Heli. Natürlich. Ich habe mich gerade gewundert, wer schießt denn da? Scheiß Ding. Na komm schon.
So. Uiuiui. Ach, Mist. So ein Mist. Fast. Fast geschafft. Noch zu überleben. Na. Fast ist halt nicht genug, ne? So. Okay, ich weiß, da oben wartet gleich einer. Den Weg kennen wir ja schon. Ups. Ey. Wow. Schön drei Schuss vom Revolver verballert. Ist klar, ey. Ist klar. What? Schießt doch nicht einfach von woanders als sonst. So. Okay. Aua. Ist doch schmerzhaft. Mensch. So. Okay. Okay. So. Ich habe das Gefühl, wir sind hier ganz gut durchgekommen. Wie gesagt, so ein Gefühl. Mehr nicht. Aber doch. Doch, wir sind hier ziemlich gut durchgekommen. Wo kommt ihr denn plötzlich her, ihr Drecksäcke? Ich hatte doch da draußen alle Kombinationen erledigt. Mann. Ich hasse es, wenn Gegner plötzlich aus dem Nichts auftauchen, ne? So. Mann. 24 Leben. Ist ja mal gar nichts. Naja. So, erstmal hier die ganze Munition aufsammeln. Ups. Sehr schön, der hat auch noch mal ein kleines Health Pack. Nee, nee, nee. Okay. Hier ist Stein. Da kann er nicht durchschießen. Also hoffe ich. Ich hoffe, dass er das nicht kann. So, hier schön an der Steinmauer bleiben und geduckt. Einfach sicherheitshalber. So, okay.
Einfach mal kaputt hauen. Ups. Komm schon. So, gut. Gut. Ah, sehr schön. Sehr schön. Heilung und Anzugsenergie. Das gefällt mir. Der Heli gefällt mir weniger. Aber hey. Mann. Noch irgendwas übrig? Nee, gut. Uiuiui. So. Okay. Das klang interessant. So. Na komm. Okay. Den haben wir erledigt und das Tor ist wieder offen. Na endlich. Hat ja auch lang genug gedauert. Das blöde Tor zu öffnen. So. Runter hier. Ab zu meinem Hovercraft. Weil ich so sowas ähnliches wie ein Hovercraft. Und los geht's. Weiter hier durch. Mann, Mann, Mann. Wo kommt der Heli jetzt schon wieder her? Ist das ein anderer oder was? Mann. Ein Heli schießt man ab und ein anderer kommt hinterher. Ist klar. Meine Fresse. Oh nee, ne? So. Boah, shit. Natürlich. Hier brauchen wir ein bisschen mehr Speed. So, und rüber hier. Perfekt. So. Das wollte ich machen. Okay, und hier kann der Heli mir zum Glück nicht reinfolgen. Also, glaube ich mal. Würde mich sehr wundern, wenn doch. Und da sind wir durch. Schön. Schön, schön. Nächster Abschnitt. Gut. Da ist der Heli, da ist eine Barrikade, also Richtung Heli. So. Oh nee, nicht noch mehr Bomben. Ja klar doch. Meine Fresse. Kannst du mir doch nicht so viele Bomben hier im Weg schmeißen. Blöder Heli. Was soll denn das? Da sterbe ich doch. So, das ist dein Ziel. Ich verstehe. Naja, gut. So. Aber das läuft gerade gar nicht mal so schlecht. Kommt ganz gut durch. So. Nochmal ein bisschen Anzugsenergie. Gut. Und hepp. Ui, 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 ui. Moment, Moment. Eigentlich wollte ich da rein, ne? Hm. Nee,
hier durch komme ich nicht. Ich muss schon hier aus dem... Hey. Außen lang hoch. Um dann da reinzukommen. Oder so. Wait. Ich glaube, ich muss hier einfach sehr gut zielen. Okay. Ab. Und okay, ich bin drin. Ich bin drin, ich bin da, wo ich hin will. Sehr schön. Blöder Abschnitt. Ich mag den nicht. Naja. Boah, schon wieder der dumme Heli. Meine Fresse. Musst du die ganze Zeit nerven. Gut, das war jetzt eine Fangfrage. Natürlich muss er. Immerhin wurde er so programmiert, ne? So. Key. Die Bombe, ja, könnte wehtun. Aber zum Glück nicht so sehr, wie ich befürchtet hatte. Immerhin etwas. Ich wette, hier sind noch einige Black Mesa-Symbole, die ich jetzt einfach mal gekonnt übergehe. Dadurch, dass ich hier einfach nur lang speede. Und so schnell wie möglich hier weg will. Aber... Autsch, Mist. Natürlich. Natürlich. Aber hier oben könnte ich mir vorstellen, dass da noch irgendwas ist. Schauen wir doch mal. Hier ist tatsächlich was. Na bitte. So. Einfach mal ganz kurz einen Abstecher gemacht. Kann man mal machen. Die Combine waren gerade eben aber nicht da, ne? Also ich könnte mich zumindest nicht daran erinnern, dass die da waren. Okay. Na komm. Whatever. Üpf, shit. Den Sprung habe ich verkackt. Ich glaube, das darf ich nochmal machen. Und wenn es nicht unbedingt sein muss, egal, ich will. So. Okay. So. Na, ganz toll. Hier komme ich durch. Beziehungsweise drüber. So. Okay, das. Das ist ein Abflussrohr. Da ist ein Abflussrohr, da will ich rein. Autsch. Mach doch sowas nicht hier. Huiuiui. Huiuiui, what the heck. What the heck. Ich weiß jetzt wieder, warum ich diese Passage beim ersten Playthrough schon gehasst hatte. Von diesem Spiel. Naja. So, hier lang wahrscheinlich. Okay. Ah. I see. Ich verstehe schon. Wir müssen hier mal wieder eine Sprungschanze bauen. Indem wir einiges an schweres Zeug dort abladen.
so aussieht. Ne? Ja. Okay. Okay. So, dann kommt hier die Tonne auf jeden Fall mal da rein. So, die dürfte ein bisschen was Gewicht haben. Die Reifen, keine Ahnung. Egal. Gewicht ist Gewicht. So, hier ein Steinchen. Noch ein Steinchen. Das reicht definitiv noch lange nicht. Ein Stuhl. So. Und dann gucken wir doch mal. Ah, hier geht es erstmal noch nach oben. Okay. Okay. Nice, Sue. So, ups, das wollte ich nicht. Okay, einfach dann. Jo. Dankeschön. Okay. Da haben wir schon unser Gewicht. Ich sehe gerade, für euch ist das Bild wahrscheinlich ziemlich dunkel. An einigen Stellen. Das tut mir dann auch sehr leid. So. Zack. Das sollte an Gewicht reichen. Tap. Sehr schön. Also mal durch und in der Sackgasse. Wahrscheinlich hier lang. Wahrscheinlich hier lang. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selbst sehen würde. Dr. Gordon Freeman höchst selbst. Na, aber natürlich. Gutes Timing, Doc. Wir müssen hier weg, bevor die Combine uns erfassen. Wir sind schon beinahe von hier weg. Los, beeilen. Okay. Wir müssen die Zelte abbrechen und schnellstens weg. Ja. Dr. Freeman. Gib mir hier erstmal euer ganzes Zeug. Okay, den Stein kriege ich da leider nicht weg. Schade. Ich wollte eigentlich, dass das Ding umkippt. Naja. Komm schon, bloß rein hier. Ui, die Lupe funktioniert sogar. Dann schau Nice. dir das an. Das hier ist der Damm, ist nicht weit von hier. Eli ist hier versteckt, direkt am Perimeter, mitten im alten Wasserkraftwerk. Aber wenn der Jagdschrauber an dir dranhängt, kommt man da praktisch nicht hin. Die gute Nachricht. Der Vortigaunt bringt das Luftboot gerade auf Vordermann. Danach hat es noch mehr Feuerkraft. Ich glaube, er wird gerade fertig. Raus jetzt. Okay. Gut. Diese Waffe hat auch mal so einen Jagdschrauber montiert. Ist fast sowas wie Ironie des Schicksals, oder etwa nicht? Hol den Schrauber runter und es sollte möglich sein, Eli zu erreichen. Dr. Freeman, gib mir diese Waffe. Oder er nimmt Schaden auf dem Weg. Okay. Na denn. Sind wir zumindest mal bewaffnet in dem Teil? Schon mal etwas. Hatte er. Ja, bestimmt hatte er das. Bestimmt hatte er das. Ich habe zwar keine Ahnung, was er über mich gesagt hat, aber er hatte sicherlich recht. Okay, dann würde ich aber sagen, wir beenden das für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.